Damit herzlich willkommen zum Epic Radar. Meine lieben Freunde, ihr wisst ja, wie es läuft. Der Epic Store hat wieder die Schatulle geöffnet und kredenzt uns in dieser Woche 2 Gratisspiele. Und wir fangen heute an mit The Big Con. Ihr seht es schon. Und grob zusammengefasst geht es wohl darum, dass wir eine Teenagerin spielen, deren Familie in Schwierigkeiten steckt. Die brauchen Kohle und sie beschließt einfach mal in den Ferien ihr Bandcamp zu schwänzen und die Kohle irgendwie zu besorgen. Soweit, so gut. Mal einen Schluck trinken. Wir schauen ganz kurz in die Optionen. Es scheint sich um ein reines Tastaturspiel zu handeln. Ich hatte hier soweit jetzt auch schon alles eingestellt, aber ich fand diese Option hier sehr spannend. Lachspur. Ne? Standardmäßig ist die aus. Das scheint so zu sein, ihr könnt es da unten noch lesen, dass dann ähnlich wie in Sitcoms Lacher eingespielt werden. Und ich würde das mal anmachen. Big Con wurde in einem Studio vor Publikum aufgezeichnet. Machen wir so. Hat das jetzt übernommen? Ich denke schon. Dann würde ich einfach sagen, machen wir ein neues Spiel. Mal sehen, wie lange es wird. Und ich denke, es wird sehr textlastig. Darum hier schon mal vorweg gesagt, den Text, wenn ihr mitlesen könnt, lest ihn mit. Ansonsten gönnt euch die Pausenfunktion, denn ich werde es nicht vorlesen. Okay, wir legen los. Okay. In das Videothek. Wie ich es mir dachte. Ich denke mal nicht, dass wir hier groß Sprachausgabe erwarten dürfen. Okay, gut. Standardmäßig BASD ist klar soweit. Die Mucke ist ganz nice. Ich könnte ja mal den Mauszeiger noch ein bisschen entfernen hier. So. Lisbon-Stand, da sollen wir erledigen. Whatever that means. Cooper's Market, Blossoms. Video Store. Who Scoops. Schöner oldschooliger Beat, wie ich finde. Kann man machen. Okay, hier ist vorbei. Durch die Hecke können wir natürlich nicht. Würde ich mal fast sagen, wir gehen jetzt einfach direkt mal in die Videothek. Lisbon. Für meine Schicht, ja gut, das kann selbst ich so schnell nicht lesen. Okay. Mit 1. Aha. Alright. Okay. Klar, ich freue mich natürlich aufs Bandcamp. Ja, warum ist denn so viel los hier? Was? Alligator Furie 5. Oha, oha, klingt nach einem guten Film. Okay. Ja, bitte, lass mich den Film auswählen. Okay. Die zurückgegebenen Kassetten zurückspulen, ja, also. Ja, das Ganze spielt in den 90ern. Dementsprechend geht es hier noch um VHS-Kassetten. Ja? Wer es noch kennt, gerne mal einen Kommentar. ich soll sie ausspionieren. Dann machen wir das doch einfach mal. Und da waren die ersten Lacher. Denke, wie sie denken. Okay, krass. Das mit den Lachern ist krass. Fast erwachsen. Aber nur fast.
Aha. Ja. Aha. Adaptierung eines klassischen Theaterstücks. Kann ich da jetzt drauf eingehen? Wie wäre es mit einer historischen Filmbiografie oder ein Historiendrama? Nehmen wir ein Historiendrama. Keine Ahnung, ob das passt. Wundervoll langweilig, ja, genau. Alright. Okay. Mit Q könnten wir uns jetzt unsere Notizen dazu anschauen, offensichtlich. Historisch. Und die andere will irgendwas mit Action. Was finden wir da in der Mitte? Historisch mit Action. Mutti hat schon die erste rausgebracht. Ist doch scheiße. Gehen wir zu dem Dude hier. Moin! Preisgekröntes Drama. Wie wäre es mit einem sehr ernsthaften Drama? Berge von Taschentüchern. Aha. Ach, lauschen. Hier könnte ich lauschen. Okay, machen wir mit der 2. Andererseits. Ein Hund auf Verbrecherjagd. Oh ja. Großartig. Kulam Dog, die Schnauze des Gesetzes. Ach du Kacke. Ja, komm. Nice. Hol dir den Film, dann lauschen wir hier auch mal, wenn das der Schlüssel ist. Du hast versprochen, ja, was denn? Shakespeare. Ach du sei. Ja, Shakespeare mit Martial Arts. Da bin ich am gespannt. Der Garten des Königs, lebt langsam 3, so langsam wird's schnell. Jean-Luc Van Slams Hamlet. Okay. Na gut. Alle klar. Der flämische Martial Arts Darsteller, ja. Wie kann ich denn die belauschen? Kann ich die überhaupt belauschen? Nee, irgendwie nicht, wa? Okay. Wie wäre es mit ein verkopfter Dokumentarfilm? Ach, jetzt könnte ich mich... Ach, von hier, okay. Ich muss sie echt erst einmal anquatschen. Ja, warum denn? Na, toll. Okay, irgendwas zum Rumknutschen war im Hintergrund, was man nicht sehen muss. Dann hau mal raus. Citizen Jane, ja, auf jeden Fall. Leidenschaft in der Sexy Lagune. Ja, ja, genau, das ist richtig. Das finde ich gut, das kann man machen. Ist gleich sehr anregend. Eklatanter Mangel an Hemden. Whatever.
So, waren das alle? Gehen wir mal zum Mutti. In mein Zimmer gehen und packen. Wie komme ich da hin? Hast du ein Gespenst gesehen? What? Oh, ein zwielichtiger Gesell und sein Freund. What? Alison Barlow, das sind wohl wir. Ja. Okay. Dann unterhaltet euch mal. Jetzt haben wir lauschen gelernt, dann lauschen wir natürlich auch. Eine Abmachung. Ja, letzten Monat war aber noch kein Bandcamp, Digga. 10 Tage. What? Wie viel? $97.382.18 oder sehe ich das falsch? Naja, schauen wir mal. Es gibt noch eine andere Möglichkeit. Jetzt wird es aber hier hoffentlich nicht erwachsen, oder? Maybe. Sie hat dabei geholfen, das Städtchen aufzubauen. Das klingt auch sehr spannend. Na, jedenfalls auf die Schiene möchte er wohl scheinbar gehen. Gut. 10 Tage. Na gut. Na gut. Okay. Alles klar. Und was mache ich jetzt? Ich möchte jetzt anquatschen. Das wäre das. Gehen wir mal auf die andere Seite. Leute, ein Kram. Nee, dann scrollt er da ja immer noch. Ah, jetzt hier. Alles klar. Aha. Gut. Bin ich genauso schlau wie vorher. Dann gehen wir mal nach oben. Wir sollten ja eh in unser Zimmer gehen. Tja, könnte man so nennen. Ja, ja, beruhig dich mal. Das hilft immer. Okay. Gucken wir uns mal um. 8 Kröten ist nicht viel. Was? Sag mal hier. Nee, packen tun wir nicht. What? Aber die könnten wir doch verhökern, oder nicht? What? Okay. What the fuck? Das dufte Phantom spürt Probleme. What? Well, I... Oh Gott, oh Gott. ich will nicht ins Bandcamp. Sind wir ehrlich, oder? Wir sagen es ihm. What? Okay. Anyway. Na? Okay. Well, Gott, oh Gott. Na, dann hau mal einen raus. Absolut niemals. Natürlich. Yes. Okay. Das dufte Phantom. Sehr nice. Ah,
Hat die Hallus oder? Stay red. Da links sieht er das. Okay, alles klar. Nee, anklopfen kennen Eltern nicht. Das kenne ich. Ja, wer waren diese Typen? Klär uns mal auf, bitte, Mama. Ich konzentriere mich garantiert nicht auf Juniper, wer auch immer das ist. Ein College, alles klar. Ich kann mehr Schichten übernehmen, ich kann Buchführung lernen. Ich kann schon mal die Kassetten zurückspulen. Nehmen wir mehr Schichten, oder? Buchführung, das will keiner lernen. Warum nicht? Videotheken waren cool. Was Besseres werden als ein Videothekenverkäufer? Ich verstehe die Frage nicht. Eine Kunsthochschule. Ach du dickes Ei. Yep. Na klar. What? Ich will wirklich einen Filmabend. Den Horrorfilm, den du so magst. Ja, nee. Also, sie hat absolut nichts mit mir gemein, die mag Horrorfilme. Deine dufte Gürteltasche. In den duften Sachen rumkramen. Alter, ey, in den 90ern hat doch schon keiner mehr Dufte gesagt, oder? Undufte, ja, richtig. So, meine dufte Gürteltasche. Wo mag die wohl sein? Angeknabberter Keks. Mhm. Ach, die haben wir schon. Okay, spiel nochmal kurz Posaune. Gut, also die Kunsthochschule verliert schon ein Talent, wenn ich da nicht hingehe. So. Ich brauche 97.000 Dollar. Was weiter nichts ist? Gucken wir mal im Müll. Ist bestimmt was drin. Das kann ich nicht lesen. Kann ich irgendwie die Kamera? Nee. Ah! Ein alter Freund der Müll. Ein kleines Schloss mit drei Zahlen. Boah, um Gottes Willen, woher soll ich das wissen? 6. Acht. Und eine Eins. Dicht. Ist das hier vielleicht ein Hinweis? Stört die Maus wieder. Dieser eine Aufkleber hier, das sieht nach 000 aus. Das könnten wir versuchen. Probier's mal. Gibt keine zweite Null. Schade. Machen wir es mal so. Da könnte die Kohle drin sein. Wir werden es nie erfahren. Mach mal die Feuerleiter hoch, wenn es geht. Ja, cool. Ja, nicht schlecht. Es hat schon was. Hinter der Jalousie, das hat was. Muss ich ja wirklich sagen. Okay. Da ist er ja schon wieder. Red Ghost. Also die Idee finde ich echt nicht schlecht, Leute. Das ist irgendwie ganz witzig. Oha. Oha, sie schiebt wirklich Hallus. Großartig. Guck mal, kann ich irgendwas hier machen? Warum habe ich das getan? Ja,
weil das kannst du nicht. Ey, das sind Punks. Lecker geschmolzene Eiscreme. Kann man machen. Kaff ist wieder tot. Alles sind Schafe? Ich spreche kein Schafisch. Boah, tut mir leid, Alter. Die Sonne hat es auf ihn abgesehen. Ach du grüne Neune, dann kann ich dir bestimmt helfen. Ich verkaufe dir Sonnencreme. Anquatschen wäre gut. Ach, sie kann Gedanken lesen, guck mal. Aha. Erzähl doch mal irgendwas. Was denn hier? Das ist nicht schlecht, ja? Hätte ich nicht gedacht, dass der hier zu Ende ist, der Gehweg. Nicht überall gegentreten. Hallo, wer bist du? Anwältin. Kann ich dich schon engagieren? Ersparnisse. Ersparnisse finde ich gut. Würde ich dir abnehmen. Hi. Magst du Sticker? What? Okay. Sticker. Zerknülltes Papier. Gucken wir doch mal in die Tasche. Kann ich mit dem zerknüllten Papier irgendwas machen? Ich will immer die Maus benutzen, aber das geht ja nicht. Warum habe ich das denn mitgenommen? Ja, gute Frage. Soll ich echt mal aufessen? Kann ich den aufessen? Nee. Wir haben auch nur 4 Inventarplätze. Also das ist ein bisschen dünn. Also weiß ich nicht, ob ich das hier auch noch mitnehmen sollte. Was auch immer das ist. Guck mal erstmal, was das hier ist. Ist das denn so gruselig? Oh! Er kennt uns scheinbar. Herr Del Bianco. Würde ich doch nie tun. Aha! Aha. Hey! Tennisbälle von meinem Dach bekommen? I guess. Okay. Natürlich keine Dummheiten. Problem. Public School. Kommen wir nicht. Maybe we could. Wie komme ich denn dann aufs Dach? Der Windköter. Aha. Hallo? Wir den jetzt holen, den Tennisball, oder? Ja. Yeah. Nee, der scheint weg zu sein. War es das schon? Schauen wir nochmal an. No. Okay, das ist hier der gleiche Dialog. Ich habe doch einen runtergeholt. Ha. Okay. Ja, nochmal zurück. Vielleicht ist der Tennisball ja hier irgendwo gelandet. Aber irgendwie nicht danach aus. Please?
das Ding mit? 1 Million Dollar. Ha, na, ich würde Schulden bezahlen. Aha. Goldenes Bidet. Aha. Großartig. Oh. Jau! Jau, was? Jau! Großartig. Jeffs Eisdiele wegen Ratten. So voll jetzt. Da kann ich jetzt erstmal nichts mehr machen. Da können wir irgendwie noch gucken. Er wieder. Moin. Bei dir so los? Vanillestrudel. Ja, warum nicht? Kenne ich gar nicht, genau. Yeah. 17 schon, ei. Ich habe immer noch keine Lust. Spinnerin, frech. Right. Oh mein Gott. You know? What? Tigerin, jawohl. Wirst du vom System unterdrückt? Ja, werden wir. Reich finde ich gut. Komm, erzähl mal. What? Komisch. Ja, Coming-of-Age-Geschichte, würde ich sagen. Ja, was werde ich tun? Okay. Ja. Wovon genau reden wir hier? Das ist echt eine gute Frage. Recyceln, ja. Clown! Bring's doch auf den Punkt.
Das war also eher krass. Such's doch einfach mal, jemanden zu beklauen. Okay. So weit, so klar. Wie sah mir aus? Mach ich. Welche Taste denn? Die 2. Okay. Gedrückt halten. $1 geklaut. Gut. $10 von wem anders? Ach, das College ersparte. Ja. Okay, man sieht dann die Porte. Jo, ich bin bereit. Wir brauchen Geld. Dann los. Dufte Mäuse. Okay. Fangen wir mal mit den dämlichen Punks hier an. Aber ihr... Okay, das sieht nach wenig aus. Bei ihm auch. Bei ihm auch. Na, ich würde es trotzdem mal bei ihr erstmal versuchen. Ja, festhalten. $2. So was passiert, wenn ich bei ihm rangehe. Der andere sieht mich ja, ne? $1. Mensch, so kommen wir schnell an die 90.000. Ganz, ganz fix. Sehr, sehr cool. Was ist das? Kostümpapiertüte. Da liegt ein Ball. Ach, da ist der Tennisball. Die hat viel dabei. Okay. Spannung steigt. $9. Wow. Möchte ich den kurzen beklauen? Nee, den kurzen nicht. Ich hätte es gemacht. Ich hätte es gemacht. Okay, gib mal her. $2. So ruchlos bin ich schon. Okay, ich schnapp mir mal noch den Tennisball. Hi! Werde ich jetzt nicht beklauen, weil dann... Die werde ich jetzt nicht beklauen, weil ich will ja noch kurz kicken, wie es hier weitergeht. Ja. So, Verzell. Es war seltsam. Es ist so krass, 97.000, ey. Sie ist auch ein bisschen grumpy, ne? All die kostenlosen Filme. Nein, darum geht's doch in dem Spiel. Bildet ja nicht zulassen. So. So, ja, wie geht's weiter? Komm, erzähl mal. Eine Busfahrkarte? Wohin?
Zur Geldinsel? Ja, gerne. Da würde ich mitkommen. Ein Job für uns? Okay. $50 oder was? Well. Ja, komm, ist egal, ich bin dabei. Okay, die Busfahrkarte. Habe ich die dabei? Nee, wahrscheinlich nicht, oder? Ich habe schon $17, Leute. Also wir haben es ja fast geschafft. Busfahrkarte für Ted stehlen. Okay. Wer könnte denn eine Busfahrkarte haben? Naja. Ach, die Leute sind jetzt weg hier. Oh, ich guck mal noch. Kurz hier. Leiter. Yeah. Hup, hup. Dufte Mäuse. Hier noch ein bisschen Kohle ab. Was soll ich denn auf dem Dach? Naja, gut. Meine Lieben, also ich glaube, wir haben gesehen, wo der Hase hier am Ende hinläuft, worum es hier geht. Wahrscheinlich wird es noch ein bisschen interessanter nachher mit dem Ausspionieren der Leute und all so eine Geschichten. Der Humor gefällt mir ganz gut, den Artstyle finde ich auch nicht schlecht. Es ist halt wieder mal viel zu lesen, aber kann man machen. So, ich würde mal fast sagen, dass wir einmal kurz ins Hauptmenü gehen und noch einen Blick in die Extras werfen. Speichern und beenden wäre vielleicht eine Option. Ja, genau. Könnte man machen. Gehen wir mal kurz noch in die Extras, mal sehen, was es hier gibt. Okay. Offensichtlich nichts außer den Credits. War ein interessanter Song. Okay, meine Lieben, ich würde sagen, wir haben reingeschnuppert, wir haben gesehen, worum es geht und ja, das zweite Game vom Epic Store für diese Woche ist Town of Salem 2, glaube ich, heißt es. Und das ist ein Multiplayer-Spiel, so wie ich es verstehe, geht es in die Richtung von Among Us und First Class Trouble, was wir ja auch schon auf dem Kanal hier hatten. Und vermutlich wird es das oder diesen Epic-Radar am Sonntag im Zuge des Sonntags-Streamchens hier auf dem Kanal geben. Die Zeichen stehen ganz gut, denke ich. So, ja, ich hoffe, ihr seid da denn mit dabei und an dieser Stelle danke ich euch fürs Zusehen. Es war mir ein Fest. Als denn, bis denn.